Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zurück zu Cuphead. Wir spielen jetzt die Achterbahn Carnival Kerfuffle. Gut. Bestimmt total easy. Ach, oh, ist das schön. Ach, guck mal da. Ist das schön, oder? Ey, ich hab Damage bekommen von diesem verschissen... Vielleicht spielen wir doch was anderes. Okay, okay, kein Problem, kein Problem, denn... Ah, die würden ihn wahrscheinlich noch... Was? Ich dachte, er holt mal ein bisschen aus. Ich bin hinter dir, dumm Kopf, wenn wir da rumschiebt. Hier ist dein Feuer. Komm her. Ha! Oh, fuck. Oh, nein, was... Er macht Ballons. Achso, der hat da vorne Spitzen drauf. Come on, hit me, be hit me. Ha! Okay. Ziemlich einfach. Ja, es ist doch ziemlich einfach. Also dieser Anfang hier, wohlgemerkt. Da hinten kommt die Bahn angefahren. Nein, und ich springe sogar, ich springe schon wieder dahin. Bin ich dumm? Bin ich eigentlich total zurückgeblieben? Was war... Was hat mich da gerade gekillt? Ich glaube, wir brauchen möglicherweise die grünen Schüsse für diese Stelle. Ich weiß nicht genau, was mir das jetzt bringt, dass ich da Kreise um mich habe, aber ich werde sie einfach mal nutzen. Diese Crystals. Ich habe eben Damage bekommen, alles klar. Geil. Der Anfang ist echt kicky. Also er wirkt zumindest ultra leicht. Und jetzt wird es hier so hardcore. Wisst ihr was? Ich achte mal jetzt mal nicht auf ihn, sondern nur auf meine Umgebung und versuche hier irgendwie einfach zu überleben. Oh Gott, okay, alles klar. Genau, und dass ich jetzt hier wieder die Ruhe habe, um ihn abzuknallen. Die landen einfach auf dem Boden, die Hunde, die verfolgen mich nicht. Das ist angenehm. Sehr angenehm. Let's mess! Da ist der nächste Zug. Fast hätte ich mich in so einen Hunde... Wie der da eben schön den Hundekopf rein katapultiert. Jawohl. Diese Session ist nun auch überstanden, aber was... Oh Gott, was ist das? Ich treffe ihn gar nicht. Hier. Nein, es geht da weg. Ach komm. Ich verstehe schon, mein Freund. Ich verstehe schon. Weg vom Fenster, mein Sohn. So, jetzt sind die grünen Dinger an. It's on. Ich mache unglaublich wenig Damage damit. Nein. Weiß nicht, was mir das jetzt bringt, diese Ultra dann. Ich hoffe, irgendein Apples. Sieht ganz gut aus gerade, oder? Oh, oh, oh. Okay, durch die Dinger. Die, ich denke, diese Puppen würden mich verletzen, ne, wenn ich drauf falle. Er lebt halt echt deutlich länger, weil die so schwach sind. Schüsse. So. Und jetzt schalte ich wieder hier drauf und gebe ihm richtig! Oh, fuck. Nein! Nein. Was ist denn jetzt los? Was ist denn jetzt los? Das ist doch krass. Ich habe keine Chance. Ich habe keinen... Oder kann ich mir den Zug rein teleportieren? Das ist die Frage. Wenn das geht, dann könnte ich den Sprung umgehen. Ich werde jetzt direkt versuchen, mich rein zu teleportieren in den Zug. Damit wir das schon mal sicher wissen. Achtung. Scheint nicht zu klappen, um Gottes Willen. Keine Ahnung, wie ich das dann machen soll. Ich würde sagen, das wirkt dann etwas unmöglich. Kann ich nach oben mehr wollen? So, da ist der Zug wieder. Nein! Gott, wie mich einfach dieser starte oder fast startige Zug hittet. Ja, geperished. Ja, ich bin reingekommen in den Zug. Ich bin mit dem Ding reingekommen. Ich habe mich reingesnitcht. Nein, scheiße. Keine Ahnung wie. Oh, hi, Dage. Das Spiel weiß einfach, wie es einen fickt. Das hat einfach die Ahnung. Das hat einfach die Ahnung, das Spiel. Das hat die Ahnung. Also, ich... Fuck, fuck, fuck. Kam das vorhin? Nein. Nee, ich kann mich ja teleportieren. Moment, komme ich hier super fast hin. Boom. In dem Part sollte ich mich nur aufs Schränken... Fuck, aufs Schränken, aufs Springen konzentrieren. Ich will was parishen und krieg's nicht gebacken. Oh mein Gott. Ich habe jetzt mal meinen komischen Move hier weggehauen. Den durch die Wände glitschen, weil ich schauen will, ob ich das so hinbekomme. Mit 4 Life wäre es natürlich angenehmer, das Ganze. Aber ich denke, es wird gleich sau schwierig und ich brauche einfach dieses Verpuffen. Wir testen es mal. Vielleicht muss ich ein bisschen mehr jumpen auch. Wer weiß. Vielleicht ist das wichtig in dem Spiel drin.
Das wirkt zumindest gerade irgendwie voll gut. Ich habe noch alle live, aber das kann auch einfach Lack sein. Guck mal, hinten werde ich gar nicht gezwickt von dem blöden Teil. Das wäre mir trotzdem passiert, weil ich genau da... Jetzt, wenn man einmal anfängt zu fressen, dann geht's nicht mehr. Bist du down. Oh, um Gottes Willen. Ich hätte wenigstens noch zwei live gehabt. So, was macht das blöde Viech? Was? Okay. Knock, knock. Who's there? Charlie? Charlie who? Charlie Horse! Charlie Horse, ich reiß dir deinen verschissenen Arsch auf. Verstehst du mich? Oh, guck mal, ich habe viel Ultra gesammelt. Drücke ich ihm direkt... Jetzt kommt direkt der Zug! Ey, verarsch mich nicht. Schon zwei Life verloren, weil der verfickte Zug direkt kam. Ich kotz. So, du Sack. Zwei Schuss in dein verschissenes Gesicht. Boom, boom. Woo! Nein! Ja? Kann ich eigentlich auch einfach auf seine... Oh mein Gott, oh mein Gott. Wisst ihr, ich wollte auf seine Höhe springen. Zicke. Ach du Scheiße. Zwei Life einfach so verbraucht. Einfach so! Bastard bin, ey. Drittes Life einfach so verbraucht. Nicht nur, weil ich jetzt irgendwie, oh nein, es wurde knapp, sondern ich bin einfach scheiße dumm. Das ist so einfach, die Stelle jetzt hier. Und wenn er gleich mit seinem ekligen Kack kommt. Jawohl. Nein! Es hilft mich! Oh shit. Damit schießt er rum. Okay. Oh. Jetzt habe ich halt nur noch ein verkacktes Life, ne? Ja? Okay, mal gucken, womit er jetzt kommt, ey. Ein Life. Und ich hab no... Ich hab keine Ahnung. Was aber... Was macht er denn jetzt? Das war es jetzt aber nicht. Er kommt... Ach du Kacke. Ach du Kacke. Oh Gott. Nein! What do you call a cop that falls off a swing? A tumbler. So, ich hab noch vier Life. Komm her. Mach deinen Scheiß. Kleiner Ballsack. Oh Gott. Oh Gott, wie? Wie soll ich das machen? Wie soll das gehen? Hier. Geil, ein drittes. Ich muss grundsätzlich gucken, dass ich hier in der Mitte stehe. Hier. So, dass ich jetzt hier kurz umspringen kann. Alles klar. Ja. Geil, Mann. Ein HP wieder. Ein verschissenes HP. Nein, der Zug! So, Leute. Zwei Life. Dieses scheiß Level. Zwei Life. Und ich bin bei den verkackten Pinguin angekommen. Alles klar, komm ran. The Bungert. Ich geb dir alles, was ich hab. Komm her. Nein! Die Pisser treffen mich beim Aufstellen. Schlagen die jetzt... Ah, die werden dann weggesnackt vom Zug, okay. Oh mein Gott, krass. Ey, das ist krass. Nein! Ich wusste nicht, wo ich lande. Oh Gott, ich bin so nah dran. Und die hat mir gesagt, bei irgendeinem Drachen oder sowas wäre es noch schwieriger. Um Gottes Willen! Es ist so hart, bis zum Ende zu kommen, oder es dauert so lang und ich habe fürs Ende noch keine Taktik. Für alles andere habe ich jetzt ganz gute Taktiken, um mit Full Life durchzukommen. Aber, ja, das Ende will noch nicht so, weil ich da nie hinkomme. Die Hunde... Oh nein, drei! Die Hunde sind echt starker Tobak. Aber mit drei Life am Ende hätte ich es schon geschafft vorhin, ne? Zwei hätten fast gereicht. Mit drei Life und ich sag mal vielleicht ein bisschen Glück. Wäre das Ende schon, wäre der hier schon ausgenockt. Aber manchmal kommen dann diese Pechrunden, also wo du wirklich dich verdrückst. Und du willst irgendwie was anderes machen eigentlich. Sehr gut. Nein, nicht sehr gut. Oh mein Gott. Zwei Life. An einem Ding verloren. Ich kann mich eigentlich hängen jetzt. So, wir haben gleich 50 Minuten Aufnahmezeit. Und ich war einmal jetzt kurz davor, ihn zu besiegen. Hey, 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 komm mir nicht so nahe, gell? Nicht am Anfang jetzt hier ein Life wegziehen. Das sagt. Die Enten sind auch echt kritisch, weil wenn du gegen die Enten springst, ist halt auch Life abgezogen. Ne? Ist bitter. So, zack, zack. Okay. Na, da kommt schon dazu. Ja, schaltet hier auf grün. Hab ich vorhin, glaube ich, nicht gemacht. Auf jeden Fall auf grün schalten. Da kann man ihn noch ein bisschen damagen und... oh mein Gott, wie unlucky war das, bitteschön. Da kann man ein bisschen damagen und eben für die Karte sammeln, dass die Karte voll ist. Also, komm. Ja, jetzt schießt er damit, mit dem Gemütlichen. Egal, schaltet das Grüne ein. Jetzt habe ich gutes Timing. Ah, fast. Der Zug kommt jetzt halt. Komm, jawohl. Na also, na also, na also. Sau dumm. Ne, es war kein gutes Timing. Es war das schlimmste Timing, das überhaupt ging. So wie jetzt hier auch.
Das war nicht schlecht. Nein, fast die Ultra genutzt. Jetzt fällt er gleich runter. Ich habe dann noch 2 Life. Nein! Okay, 2 Life müssen jetzt irgendwie reichen. Auf, komm, es muss jetzt klappen. Bam! Okay, das sind sie weg. Okay. Ich muss jetzt genau schauen, wie diese scheiß Pinguine rollen, damit ich weiß, wo der erste hinrollt. Dann stelle ich mich da hin und zerfiste einfach die behinderten Pinguine, wenn sie kommen. So, wo ist der erste? Links, ganz links. Okay. Alles klar, das war die Bahn. Hoffentlich geht er immer ganz links hin. Jawohl, sieht gut aus. Oh, aber andere Aufstellung. Das ist echt... 55 Minuten Aufnahmezeit. Nein, ich habe nicht aufgepasst. Ach komm, ich hätte mit 4 ins verschissene Rennen gehen können. Mit 4. Ah! Okay, es muss reichen. 3 müssen reichen. Ich habe es voll mit 2 fast geschafft. Okay. Da kommt schon der rettende Zug. Nein. Ja! Oh mein Gott! Über eine Stunde für diesen Barstuhl. Aber man fühlt sich jedes Mal gut, wenn man es dann geschafft hat. Herrlich. C, a brand new world record. Nice, nice. Ja! You got the Beppy the Clown Soul Contract Boot. Was ist denn da? Kann man nicht hin. Oh, hier geht's weiter in einen neuen Bereich. Da jongliert jemand Modero. Well, hello there, fellas. Come to watch my little show. Have you? They say juggling is a bit like pairing. Thought at first, but soon you can string them together swingingly. I'm hoping to get to 4 someday. 4 in a row, yeah. That would be something, would it? Ja, schon rechts war schon ziemlich nice, aber auch behindert. Oh, ich hab den Geheimweg gefunden, Penis. Da ist der Geheimweg. Secret... Es ist doch da hinten, ne? Da habe ich es doch versucht vorhin. Willkommen zu meiner Secret Show. Kann ich dir das jetzt erzählen, wie der Weg geht? I got a kind. Thief, bitch. Und jetzt kommt dann Fun, Fair, Fever in der nächsten Folge. Ciao, ciao.